Diesen Samstagabend findet Octagon 46 in der Festhalle in Frankfurt vor ausverkauftem Publikum statt. Christian Jung wird kämpfen, Kerem Engizek kämpfen. Jedenfalls, ich habe gerade mal ein bisschen durch meine Startseite gescrollt und ich bin auf dieses Video hier aufmerksam geworden, das Octagon gepostet hat. Und zwar vom Fabrikarbeiter zum MMA-Star, die Geschichte von Christian Jungwirth. Einige von euch haben gesagt, ich soll mir das auf jeden Fall anschauen, weil es echt ein bisschen motivierend und herzerreißend sein soll. Deswegen machen wir das jetzt auf jeden Fall. Und ja, Mann, ohne lange zu reden, steigen wir ein. Oh, das war ein brutaler Fight. Christian Jungwirth gegen Veličković war heftig, ich war live vor Ort. Ja. Wie ist das möglich? Ich lebe dafür. Mehr als jeder andere. Uiuiui. Okay, jetzt weiß ich auch genau, was gemeint ist mit herzzerreißend, ja. Das war jetzt gerade schon echt eine heftige Stelle. Der Anfang war nicht leicht. Ich habe in Dischingen gearbeitet bei Warta in 3 Schichten. Da habe ich schon Kampfsport gemacht. Bei Nachtschicht war ich immer tot. 3 Schichten und dann dazu noch Training, das ist schon wirklich, das ist geisteskrank. Ich kenne Leute, die 3 Schichten arbeiten, die kriegen am Tag nichts mehr hin, wirklich. Die sind komplett im Arsch den ganzen Tag lang. Total kaputt. Ich habe vor der Nachtschicht trainiert, Boxen. Und ich war aber total fertig auf der Arbeit. Die knallrote Augen, müde. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich überhaupt nicht an eine Karriere gedacht. Ich habe Spätschicht gearbeitet, dann habe ich morgens um 8 die Kleine in den Kindergarten gebracht und dann bin ich hierher gefahren nach Stuttgart, von 10 bis um 12 trainiert und dann von dort direkt schnell Richtung Arbeit, auf Parkplatz, Mittagsschlaf gemacht, 15 Minuten nebenher gegessen, dann meinen Blaumann angezogen und dann 10 bis 12 Stunden gearbeitet. Dann nach Hause, schlafen, essen und dann abends nach Nördlingen zum Boxen. Und dann war der Hauptsponsor da. Da konnte ich mich dann für meinen Traum entscheiden. Da habe ich meinen Job gekündigt. Das war natürlich schon so ein Schock, weil du denkst, so kommst du klar, kannst du deine Miete bezahlen, du musst einkaufen. Dann sind viele hergekommen, bist du dir sicher und Dings. Ich wusste, auf was ich hinarbeite. Das war mein Traum. Man findet Arbeit, wenn man arbeiten will. Das ist es, wirklich. Voll viele fragen mich auch immer wieder so, hey Edmond, meinst du, ich sollte das und das machen? Ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen. Und ich sage auch immer, Leute, ey, eine Ausbildung könnt ihr immer wieder machen. Was ist eine Ausbildung? Man, meine Güte, dann hast du halt 1 Jahr, 2 Jahre Arbeitsmarkt oder so verpasst, weil du deinem Traum nachgejagt bist. Was ist das? Ganz ehrlich. Eine Ausbildung zum was weiß ich was findest du immer. Eine normale Arbeit findest du immer. Aber so die Möglichkeit, dem nachzujagen, was du wirklich, wirklich machen möchtest, da hat man nur bestimmte Möglichkeiten manchmal. In sowas wie Leistungssport sowieso. Du hast nur ein ganz kleines Zeitfenster, während du jung bist und richtig Vollgas geben kannst. Außer du bist jetzt Christian Jungwirth, der fängt mit 30 an und reißt es noch. Aber für die meisten Leute, ne? Nutzt diese Gelegenheiten, Leute. Lasst sie nicht vorbeistreichen und schaut da nicht hinterher und dann seid dann am Ende traurig darüber, dass ihr diese Chance nicht genutzt habt. Aber die Chance, was mir da geboten worden ist, kriegst du vielleicht einmal. Ja, genau das meine ich. Genau das. Ich habe die Entscheidung getroffen und der Weg war klar. Als ich angefangen habe mit dem MMA, hat Veličković in der UFC schon gekämpft. Krank. Und 6 Jahre später kämpfe ich gegen ihn. Was eine Story, ne? Und jetzt guck dir mal an, was hier in der Halle los ist, wenn der seinen Weg in den Käfig macht. Ladies and gentlemen, this is the last quarterfinal of Deep Sport Game Changer. Boah, die ganze Halle stand wirklich. Also eine Sache muss man ehrlich sagen. Ich erinnere mich noch, ich habe mit Christian Jungwirth das erste Mal ein Video gedreht. Wann war das? Vor 1,5 Jahren? Vor 2 Jahren vielleicht? Damals habe ich mich mit ihm unterhalten und da hat er damals noch gesagt so, ey, ich wünschte irgendwann bekomme ich, also ich hoffe, ich bekomme irgendwann auch den Support in Deutschland, so wie ich ihn den außerhalb bekomme, ne? Und ich habe damals noch zu ihm gesagt, glaub mir, wenn die Leute dich kennenlernen und merken, was du für ein Typ bist und noch 1, 2 Kämpfe kommen, die werden dich alle absolut lieben. Und das sieht man halt jetzt. Schaut euch mal das an. Jeder Einzelne in der ganzen Halle stand, als Christian Jungwirth reingelaufen ist. Millionen Euro Pyramid. Als ich reingelaufen bin, das hätte ich niemals erwartet. Wow! Jungwirth! Super spät zum Kampfsport gekommen und trotzdem jetzt hier schon ein wirklicher Star, wird vom Publikum gefeiert.
Gameplan war, ihn von Anfang an zu unter Druck setzen. Zeigen, wer der Chef ist im Ring. Jetzt geht's los. Es war ein krasser Fight, muss man Jubel ehrlich sagen, ja. Wird heute kein Shake Hands geben. Ui. Da kommt direkt der erste Körpertreffer und der macht Druck von der ersten Sekunde an. Oh, ah. Oh, bei diesem Treffer habe ich echt schon wieder Angst gehabt. Ja, richtig guter Treffer. Der Jung wird überrascht hat zu Beginn des Kampfes, da ist das Nervensystem alles noch nicht richtig hochgefahren, hat er ihn erwischt, kurz runtergeschickt, aber das ist das, was die Leute an Jung wird einfach so feiern, ja. Er ist ein Kämpferherz, er beißt sich durch, er wurde hier hart erwischt und er hat sich zurückgekämpft, hat es wieder geschafft aufzustehen und weiterzukämpfen, ne. Und jetzt kommt ja gleich das, was das wirklich... Das war ein Treffer, den ich nicht gesehen habe. Das, was jetzt hier gleich passiert, ja, meiner Meinung nach, das geht, das ist absolute MMA, deutsche MMA-Geschichte, meiner Meinung nach. Nicht im Rear Naked Choke landet. Ich habe mich ja am Anfang noch gut verteidigt, aber der ist reingerutscht. Und da, wo er gleich drin war, habe ich schon gemerkt, scheiße, fuck. Und jetzt ist der Rear Naked Choke drin. Oh, ich glaube, das Ding ist zu. Der war so tief. Aber die Hand ist unter dem Kinn, das heißt, da kommt kein Blut mehr durch. Er beißt sich noch irgendwie durch, er versucht den Arm. Wow! Ich habe ja schon mal gegen den Kalasnic so verloren und das ging mir durch den Kopf. Und da habe ich gesagt, nein, steh auf, heute nicht, nicht so. Wenn du fällst, dann wie ein Mann und nicht wie eine Frau am Boden liegen. Junge, versucht aufzustehen, das gibt es nicht. Das gibt es hier nicht, Christian, du willst stehen auf. Dieser Moment war so krank, die ganze Halle war am Ausrasten. Hat aber nicht mehr viel dagegen zu setzen. Beliskovic versucht hier den Zug und lässt los. Schaut mal an, wie die ganzen Leute am Ausrasten sind, Mann. Wie ist das möglich? Als ich da rausgekommen bin, habe ich gesehen an seinen Augen, dass der verwundert war. Wie konnte der das überleben? Was für eine erste Runde! Also nur Gott weiß, wie der aus dieser Submission rauskam. Und Jungwirt macht weiter. Jungwirt geht nach vorne, macht Druck, gibt Beliskovic eben keinen Platz zum Atmen. Beliskovic kommt mit dem Highkick. Jungwirt mit dem Highkick. Jungwirt trifft mit dem Kick. Ey. Ich sag euch ehrlich, ne, ich glaube sogar, wenn der Kampf noch eine weitere Runde gegangen wäre, hätte Jungwirt gegen Velichkovic gewonnen. Wahnsinns-Comeback von Christian Jungwirt, der die zweite Runde direkt Druck gemacht hat und Bojan Velichkovic wirklich unter Druck setzen konnte. Die meiste Zeit der zweiten Runde. Wow! Hier ist aber Stimmung in der Bude. Mamma mia! Und Jungwirt wieder im Vorwärtsgang, springt mit dem Knie rein. Noch eine Minute 20 in diesem Kampf. Wow! Christian Jungwirt hat seinen Namen noch auf. Absolut. Schaut euch das mal an. Der ganze Ring ist verschmiert mit dem Blut. Ne? Das war eine absolute Blutschlacht. Ganz neues Level gehoben mit dieser Leistung heute. Pure also, Gänsehaut, dass ehrlich. Verloren hat in Oberhausen. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich war stolz einfach auf ihn. Er kann auch selber auf sich stolz sein. Für uns alle oder für viele ist der da eigentlich echt als Gewinner rausgekommen. Das ist halt das, was ich zum Beispiel feiere, ne? Oft geht es gar nicht ums Gewinnen oder Verlieren. Das ist beim MMA ist es ein bisschen anders als beim Boxen. Beim Boxen versucht jeder immer diese Null zu halten. Die versuchen nicht die starken Kämpfe zu nehmen, weil die Angst davor haben, diese Null zu verlieren, ne? Beim MMA hast du das nicht so oft. Die Leute verlieren. Aber das ist nicht schlimm, wenn die verlieren, weil wenn du so verlierst, in Anführungszeichen, ja, so einen krassen, geilen Kampf lieferst, keiner stellt sich dann im Nachhinein hin und sagt so, ja, aber der hat ja verloren, das ist ja, der ist nicht gut oder so. Nein, man sagt einfach nur, wow, krass, was für ein geisteskranker Fight war das gerade eigentlich, ne? Das ist das, was die Leute sehen wollen. Für meine Familie und für meine Freiheit, dafür kämpfe ich. Das habe ich mir alles hart erarbeitet, ich komme von ganz unten, Step by step, immer weiter. Ja. Ich lebe dafür. Mehr als jeder andere. Boah, wow. Ey, wenn ich jetzt nicht die Jacke an hätte, ne? Ja, eine Gänsehaut, ein Schauer ist mir gerade durch die Rücken gelaufen.
Boah, was ein Kerl, Mann, ehrlich, was ein Kerl. Ich erzähle euch nur eine Sache, ne, die euch vielleicht auch zeigt, was für ein herzlicher Typ Christian ist, ne. Ich habe Christian, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, ich habe ihn ja ein bisschen so durch das Internet, durch seine Kämpfe und alles gekannt und wir haben ein Video gemeinsam gedreht und es war alles cool, ein richtig cooler Tag gewesen, hat riesen Spaß gemacht, ne. Aber der Tag war dann vorbei, ich habe Christian dann zurück nach Hause gefahren, habe ihn vor seiner Haustür dann abgelassen, habe meine Sachen gepackt, ins Auto gestiegen und bin dann weggefahren, nachdem ich mich vor ihm verabschiedet habe. Und der Christian hat so einen Weg, es ist von seiner Haustür bis zur Hauptstraße, sind das vielleicht, keine Ahnung, 50, 60, 70 Meter oder so. Und er stand wirklich da, vor seiner Haustür und hat mir hinterher gewunken, während ich weggefahren bin. Das ist so, ich habe den Rückspiegel das angeschaut und habe einfach gesehen, wie dieser Kerl, den du so anschaust, ja, einfach, das ist so ein Mordskerl, sage ich mal. Der sieht so gefährlich aus, so gemein sieht er aus, ja. Aber dann steht er einfach da und winkt dir einfach hinterher, so voll mit einem Grinsen und so, während du die ganze Ausfahrt hinterher wegfährst. Also, wenn das nicht beschreibt, was für ein Kerl eigentlich Christian Jungwirth ist, dann weiß ich wirklich nicht, was sonst. Jungwirth ist schon echt ein sehr, 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 sehr geiler Typ und ich freue mich extrem darüber, dass er jetzt gerade die Anerkennung bekommt, die er sich auch wirklich, wirklich verdient hat. Die Leute, die haben mir Nachrichten geschrieben, dass ich ein Vorbild bin für sie und das zeigt mir einfach, dass ich alles richtig mache auf meinem Weg, dass ich die Leute mitreiße mit mir und dass sie zu mir aufsehen und das motiviert mich einfach noch mehr, mich zu verbessern. Er ist ein sehr guter Papa, ja. Und ein sehr guter Mann. Und hat ein richtig gutes Herz. Der ist einfach so, wie er ist. Und der wird hoffentlich auch immer so bleiben. Soll ich los? Papa! Wir schauen nur zu. Ich habe immer als Kind davon geträumt, Profisportler zu werden. Fußball habe ich angefangen, da war ich, glaube ich, 8. Das Fußballspiel in Aalen wurde ich eingeladen von dem Präsidenten, hat mich gefragt, ob ich gerne mitspielen würde bei dem Promispiel. Ich kenne Christian schon seit 20 Jahren und wir verfolgen natürlich auch im Profifußball den Weg von Christian, die ganze MMA. Das ist eine sehr spannende Geschichte für uns und auch. Die Gefühle, das ist schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen, aber ganz komisch fühlt sich das an, mit den Beinen, mit den Fußballschuhen wieder anzuhaben. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war vor 13 Jahren. Ich musste verletzungsbedingt mit 22 Jahren aufhören. Die schlimmste Niederlage, die ich hatte bis dahin im Leben. Ich bin depressiv geworden, weil dein Kindheitstraum ist der Platz. Keine Ausbildung fertig gemacht, war schlecht in der Schule, weil mein Ding war immer nur Fußball. Da habe ich lange gebraucht, bis ich da aus der Depression rausgekommen bin. Dann durch Zufall zum Boxen dann reingestolpert. Und das habe ich dann gemerkt, das hat mir wieder die Flamme, die ich hatte als Kind, als ich Fußball gespielt habe, doppelt so entfacht. Mehr brennt jetzt mein Herz dafür. Ja, manchmal ist es so, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo eine andere. Man muss einfach die Augen offen halten und darf sich nicht komplett kaputt machen. Das bedeutet nicht, dass man gleich sein ganzes Leben dann aufgeben sollte, weil es gibt immer andere Möglichkeiten, noch was zu machen. Ich habe mein Kindheitstraum als Profisportler, lebe ich jetzt, habe ich wahrgemacht. Good morning, Boss. I'm back in the training. Give me for Frankfurt. Give me 5 rounds. 5 mal 5 minutes. Give me this. Also Samstag war der Kampf und am Freitag, in der Woche dann, habe ich dem das Video geschickt. Wo ich beim Joggen war, habe ich noch beide blaue Augen gehabt und habe dem das Video geschickt. Der Chris ist ein verrückter Mann einfach, mit einem positiven Schaden. Ich bin immer vorbereitet für 5x5. Ich könnte morgen 5x5 kämpfen. 3 Runden ist für mich, das ist, ja. Bis ich da richtig warm werde, ist der Kampf schon vorbei. Der Chris, der kam jetzt nach 2 Wochen Trainingspause, kam zu mir. Er hat gemeint, er hat schon wieder Lust zu kämpfen, in den Käfig zu steigen. Jeden Tag verbessere ich mich, weil ich Bock habe, mich zu verbessern. Ich will mich verbessern und ich werde mich verbessern. Und man sieht auch bei seinen Kämpfen, dass er sich von Kampf zu Kampf auch steigert. Das ist, denke ich mal, schon das, was ihn auszeichnet auch.
Er ist unglaublich diszipliniert. Er hat Kraft. Er wird nicht müde. Die Leute, die wissen, dass bei mir jeder Kampf geht zur Sache. Das wissen auch meine Gegner. Und es ist nicht einfach, mit mir im Ring zu stehen. Und so soll es auch sein, ja. Er ist für mich ein richtiger Athlet. Er arbeitet permanent dran, sich zu verbessern. Ist ein unglaublich mental starker Kämpfer. Jetzt, nach über 20 Kämpfen. Ich muss wirklich sagen, geisteskrankes Video von Octagon. Ein dickes, dickes, dickes Lob an das Produktionsteam von Octagon, dass sie so ein Video hier zusammengestellt haben. Wirklich, also ich sag jetzt wirklich, das ist mit das heftigste Video von einem Athleten oder für einen Athleten, das ich bis jetzt gesehen habe. Richtig gut alles zusammengepackt, den Hintergrund, dieses Private, das Sportliche, ja, dann alleine die Musik, die Atmosphäre hier gerade. Spitzenklasse, ehrlich. Wirklich richtig, richtig krass gemacht. Das ist auch das, warum ich Octagon so extrem feiere, weil die sich auch die Mühe geben, auch den Athleten diese Plattform zu geben, die sie sich auch verdient haben und denen, die sie dabei weiter unterstützen wird, noch zu wachsen. Er muss seinen Stil den anderen aufzwingen. Die Leute müssen sich an ihn anpassen. Ja, das ist unser Ansatz. Ich will einfach den Octagon-Titel holen. Das ist mein Ziel. Und das werde ich auch holen. Eines Tages. Wenn nicht heute, wenn nicht morgen, aber eines Tages. Octagon.tv. Geisteskrankes Video, ehrlich. Absolute Gänsehaut, die ich dir die ganze Zeit hatte. Christian Jungwirth, ein Mann, den man auf jeden Fall supporten sollte. Frankfurt, am Samstagabend ist es soweit. Leute, holt euch auf jeden Fall die Pay-Per-View-Tickets. Schaut euch das von zu Hause aus dem Livestream an. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Ich bin natürlich live vor Ort und drehe für euch dort ein paar Videos, ein bisschen Vlogs, alles drumherum. Aber ja, schaut es auf jeden Fall an. Octagon.tv wird es live gestreamt. Holt euch das. Und was soll ich sagen, Mann, war ein geiles Ding. Das war's von meiner Seite. Schreibt mir auf jeden Fall mal einen Kommentar zu diesem Video. Würde mich echt interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video hier oben irgendwo. Und haut rein, Freunde. Ciao, ciao.